Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, warum ich eigentlich keine Rette-die-Welt-Videos mehr mache. Warum ich mir keine Mühe mehr, oder ich sag's auch wirklich so, keine Mühe mehr gebe in Rette-die-Welt oder auch keine Guides mehr mache, keine dies mehr mache, etc. Und jetzt ist so ein bisschen Zeit vergangen. Ich würde sagen, ich spreche das Ganze nochmal an. Weil viele von euch haben es mitbekommen, viele von euch haben es auch gar nicht mitbekommen und vielleicht auch gar nicht interessiert. Ich habe aufgehört mit Rette die Welt spielen, nicht weil Rette die Welt mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Rette die Welt hat mir zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, sogar noch sehr viel Spaß gemacht. Der Grund war einfach, ich hatte es irgendwann satt, Beef in meinem Kanal zu haben, nur weil ich Rette die Welt spiele. Das muss man halt dazu sagen. Es fing alles Mitte 2018 an, dass ich wurde per E-Mail angeschrieben, also ich fange wirklich, ich gehe mal weit zurück. Ich wurde per E-Mail angeschrieben von einem von meinen Abonnenten. Und der hatte mich angeschrieben gehabt und hatte mir in eine E-Mail geschrieben: Hey, schau dir mal Evonix André an. Und der kopiert deinen Kanal und macht deine Videos nach. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, nicht schon wieder, weil ich hatte, als ich damals World of Warcraft gespielt hatte und Guides gemacht hatte, hatte ich auch jemanden, der meine Videos nachgemacht hat. Und dachte mir so, boah, nicht schon wieder. Bin auf Evonix André gegangen, hab mir das angeguckt und hab mir halt so sein erstes Video angeguckt, beziehungsweise hab mir halt nicht nur sein erstes Video, also nicht nur das Video, wie man am schnellsten Malachit farmt oder Erze farmt, angeguckt und dass er auch alle anderen Guides falsch sind und so weiter. Nicht nur das, sondern auch ein paar Videos davor. Weil mich, wenn irgendjemand sagt, hey, der kopiert deinen Kanal, wegen einem Video sage ich jetzt nicht Kanal kopieren und so weiter, aber na gut, was er in diesem Video gesagt hat, ist auch schon wieder unter aller Sau, aber egal. Dann dachte ich, alles klar, gut, guckst du noch andere Videos, weil wenn jemand sagt, wenn einer von meinen Abonnenten mich anschreibt und sagt, hey, der kopiert deinen Kanal, dann gucke ich mir das genau an. Auf jeden Fall ein Video, bevor das allererste Video, bevor er überhaupt Fortnite Rette die Welt gespielt hat, sagt er, dass er halt Fortnite Rette die Welt anfangen muss. Das war, Ende Februar, glaube ich, meinte er, hatte das Video aufgenommen gehabt. Da hatte ich auf jeden Fall, wie gesagt, wie ihr es von mir wisst, hatte ich da schon anderthalb Monate, zwei Monate in Fortnite gespielt und auch Guides schon gemacht. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, er muss mit Fortnite Rette die Welt anfangen. Ob das jetzt als Joke genommen ist oder als Nicht-Joke genommen ist, ist scheißegal, es ist online, hat es hochgeladen. Er muss auf jeden Fall Fortnite Rette die Welt anfangen und er muss es spielen, er muss Guides dazu machen, weil es nur Kiddies gibt, die ins Mikrofon furzen und nur Scheiße machen. Also er hat sich ganz viel bei... Diese Aussage war für mich, als er mir das geschrieben hat, ist eine Lüge. Weil wenn er sagt, er hat sich bei YouTube ganz viel umgeguckt und es gibt einfach nur Kiddies, die ins Mikrofon furzen und die traden wollen, dann ist es eine Lüge. Wenn zu dem Zeitpunkt, es gab mehrere Leute, die, wie gesagt, Guides schon gemacht haben, auch schon im englischsprachigen Bereich. Aber es gab ja nur Kiddies, die ins Mikrofon furzen. Und das ist auch der Grund, warum er angefangen hat damit. Na, auf jeden Fall sein allererstes Video oder seine ersten Videos waren halt, wie man am schnellsten Erze farmt und dass alle anderen Guides und mir was Falsches versprechen, dass es überhaupt nichts bringt, in eine höhere Mission zu gehen. Und ich hatte halt damals, zu dem Zeitpunkt hatte ich Level 70er Farming Guides, also für Level 70 Missionen Farming Guides gemacht für Low Level. Das heißt für Level 30er, die einfach sich in eine Level 70er Mission ziehen lassen. Na, auf jeden Fall macht er das Ganze nieder in seinem Guide, so mehr oder weniger. Und daraufhin denke ich mir, alles klar, habe ich ihn angeschrieben. Und habe ihn halt gefragt, ob das, also habe ihn wirklich normal gefragt, ob es, habe ihm gesagt, wie ich auf ihn gekommen bin, dass mich halt ein Abonnent angeschrieben hat und mir gesagt hat, dass, er mir geschrieben hat, dass ich auf Evonix achten soll oder auf ihn gucken soll, weil er angeblich meinen Kanal kopiert. Und daraufhin habe ich ihn einfach nur auf ein einziges Video angeschrieben oder gefragt, ob das normal ist, dass du sagst, dass alle anderen Guides falsch sind. Daraufhin hat er erst geschrieben, dass er guckt kein YouTube, er informiert sich nicht, er schaut sowas nicht, also er schaut keine anderen YouTuber, ihm sind die auch egal. Er würde mich nicht, und er, das, was er sagt, ist halt richtig.
Das ist halt, ne, er weiß halt, das ist das Beste und er muss auch nichts anderes testen, weil er spielt das Spiel und er hat halt, während er durch Brutal gelaufen ist und einfach nur das Spiel gespielt hat, 2000 sowieso Obsidian oder sonst irgendwas zusammengefarmt, nur während er das Spiel gespielt hat. Und dadurch weiß er natürlich, was das Beste ist. Wie gesagt, 2000, ich sag jetzt mal 2000 Malachit, Obsidian oder sonst irgendwas ist ein Joke. Das machen manche Leute, habe ich auch ein Video dazu gemacht, das machen manche Leute in 2-3 Tagen. Gut, das hat er jetzt in einem Monat oder in ein paar Wochen gemacht, während er da rumgedüdelt ist. Auf jeden Fall habe ich ihn halt gefragt, ob er das vielleicht in irgendeinem Video, in einem nächsten Video mal berichtigen mag, weil ich finde es unter aller Sau zu sagen, alle anderen Guides sind falsch. Und man fängt gerade mit YouTube an, es ist eins seiner ersten Videos und alle anderen Guides sind falsch. Und ich habe über 40 Guides zu dem Zeitpunkt gehabt. Und daraufhin hat er dann gesagt, ihn hätte auch ein Abonnent, nicht nur einer, sondern mehrere angeschrieben und hätten gesagt, dass ich ihn nachmache. Da dachte ich mir, habe ich mir gedacht, alles klar, du lügst mir also noch ins Gesicht. Weil ich hatte 9000 irgendwas Abonnenten gehabt und mich hat ein einziger Abonnent angeschrieben. Von 9000 Leuten schreibt mich ein einziger an. Er hat noch nicht mal 2000 Abonnenten gehabt und ihn schreiben ganz viele an. Also kann irgendwas schon nicht ganz richtig sein. Auf jeden Fall habe ich danach, nachdem ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es der ausschlaggebende Punkt war, nachdem ich ihn da angeschrieben habe, auf jeden Fall, nachdem ich ihm die E-Mail geschrieben habe, ging bei mir Evonix Elite Beef los. Und zwar, du klaust das von Evonix, du kopierst Evonix, das hast du von Evonix geklaut und hör auf Evonix kopieren, Heuchler, Hurensohn, Arschloch, dies, das. Es ging so weit unter die Gürtellinie, ich wurde Hurensohn genannt, es ging alles auf Mutti etc. und so weiter, wo ich dachte, alles klar. Evo Elite ist auf jeden Fall eine krasse, das sind krasse Typen. Darauf habe ich Evonix dann angeschrieben und habe ihn einfach nur gefragt, ob es möglich ist, dass er in einem Video mal einfach seiner Evo-Elite oder seiner Community Respekt beibringt, weil es ist unter aller Sau, in einen anderen Kanal zu gehen und da rumzuhaten. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich es meiner Community, das habe ich aber auch schon mal gesagt, wenn in meiner Community, wenn mich irgendein anderer YouTuber anschreibt, und sagt, hey, da sind Leute, die kommen mit Tussi Army oder sonst irgendwas und haten bei mir, dann würde ich sofort ein Video machen und würde sagen, ey Leute, bis hierhin und nicht weiter. Ja, ihr könnt eure Meinung haben, ihr könnt sonst irgendwas, aber ihr geht nicht in den anderen Kanal und hatet den down und macht den kaputt. Das macht ihr nicht. Daraufhin habe ich, wie gesagt, einfach nichts angeschrieben und daraufhin hat er mir gesagt, dass es meine eigene Schuld sei. Jeder ist für seinen Kanal selber verantwortlich, bla 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 bla. Ich so, ja, das ist schön und gut, aber es ist ja nicht meine Community, die bei mir hatet, sondern es ist deine Community, die bei mir hatet. Und jetzt gibt er mir die Schuld dafür. Das heißt im Endeffekt, die Schuld ist also, ich spiele Rette die Welt. Selber Schuld, du spielst Rette die Welt. Wenn du nicht Rette die Welt spielst, hast du auch kein Hate. Genau das war der springende Punkt, warum ich mit Rette die Welt aufgehört habe. Weil kaum habe ich mit Rette die Welt aufgehört, war bei mir der Hate weg. Ja, jetzt ist das krass. Ist das heftig? Und, das ist einfach so das Ding, egal auch welches Video ich gemacht habe. Es war so, bis zu einem bestimmten Punkt, kann man auch, wie gesagt, ich habe auch immer gesagt, ihr könnt es alle schön nachsagen, also jeder kann es für sich nachgucken. Es gibt eine Seite, die nennt sich Social Blade. Auf Social Blade kann man sehen, wann jemand wächst, wann jemand Videos macht etc. und so weiter und wann der Anstieg ist. Und bei mir ist der Anstieg extrem hoch. Also wie gesagt, ich habe einen extrem hohen Anstieg, was Abonnenten angeht, extrem hohen Anstieg, was Aufrufe angeht, etc. und so weiter. Und dann an dem gleichen Datum, oder 2 Tage oder 3 Tage danach, nachdem Evonix sein Video hochgeladen hat, geht bei mir die Kurve so dermaßen steil nach unten und bei ihm die Kurve dermaßen steil nach oben. So, und ich habe ihn halt auch angeschrieben und habe gesagt von wegen, hey, mit so einer Aktion, also wenn du halt deine Community nicht sagen möchtest, hey, hört auf, darum zu haten, machst du meinen Kanal kaputt. Auf Langzeit werde ich richtig Schaden kriegen davon. Und zwar einfach keine Abonnenten mehr, keine Aufrufe mehr, kein dies mehr, kein das mehr, weil ja angeblich einer da ist, der sagt, ich würde angeblich Evonix kopieren. Nicht nur einer, sondern wie gesagt, Tausende waren das.
Damit war, wie gesagt, mein Kanal, egal auf welches Video, ich habe einen Guide gemacht zu irgendeinem Helden, ich habe einen Guide gemacht zu irgendeiner Waffe, ich habe einen Guide gemacht zu irgendeinem Dies. Es war immer kopiert von Evonix oder ich hätte keine Ahnung von diesem Spiel. Das war das nächste Ding. Du hast doch keinen Plan, komm mal bei Evonix vorbei, da kannst du was lernen. Das ging die ganze Zeit so durchgehend, bis ich dann irgendwann gesagt habe, boah, es stresst so dermaßen. Und vor allen Dingen, es nimmt auch die Motivation. Und das kommt ja noch dazu. Man hat keine Lust, ein Video zu machen, einen Guide zu machen, wenn man weiß, okay, es ist ein kleiner Teil der Community, die feiern deine Videos, aber da kommen andere Leute, die nicht in deiner Community, die gucken noch nicht mal deine Videos, die kommen nur rein und haten und gehen wieder. Weil ich kann es ja sehen. Ich sehe es ja. Ich sehe es. Es ist, wo immer Leute denken von wegen so, ja, beschwer dich doch nicht, die klicken das Video an. Und ja, die klicken das Video an, schreiben einen Kommentar und gehen wieder raus. Und das genau das gleiche spiegelt sich nämlich wieder. Dann habe ich irgendwelche Guides, die eine Durchschnitts-Watchtime von einer Minute haben. Eine Minute! Danke, dass ihr meinen Kanal so kaputt macht. Ja, weil bei YouTube geht alles nach Watchtime. Es geht alles nach Aufrufezeiten. Und wenn diese Zeiten einfach bei mir seit diesem Beef so dermaßen im Keller sind, dass es scheißegal ist, ob ich ein Video mache oder in China ein Sack Reis umfällt. Und das ist genau der springende Punkt, warum ich auch im Moment alle 2 Tage oder alle 3 Tage oder alle 4 Tage ein Video hochlade, weil es scheißegal ist, ob ich ein Video hochlade oder nicht. Das ist halt das Ding. Es ist scheißegal. Es interessieren nur noch die Leute in meinem Kanal, die, wie ich es eben schon gesagt habe, die mich vielleicht feiern. Der Rest ist tot. Und muss ich leider dazu sagen, Evonix hat meinen Kanal geplättet. Und dann auch, wie gesagt, ich habe ja E-Mails von ihm, dass er muss es machen. Ich habe eine E-Mail, da habe ich in einer E-Mail habe ich ihn gefragt gehabt, ob das bitte mal langsam nach einem halben Jahr, ob dieser Beef mal langsam, ich glaube, das war noch nicht mal ein halbes Jahr, es war ein Vierteljahr oder sowas, ob dieser Beef mal langsam aufhören kann, weil es stresst einfach extrem und ich habe einfach keine Motivation, ein weiteres Video zu machen, etc. bla bla. Er ist ja nicht der einzige deutsche YouTuber, der Fortnite der die Welt macht. Also wäre mal super, wenn er mal auch langsam mal anfängt, wie jeder. Ich will nicht sagen, dass jeder deutsche YouTuber, der rettet die Welt und was macht, aber viele achten halt ein bisschen auf die anderen. Von wegen, hey, gut, der hat den und den Content, den will ich jetzt nicht übernehmen. Oder nicht auch noch das gleiche Video nochmal machen, zum 50. Mal. Also mache ich meinen eigenen Content. Aber die Antwort darauf von Evonix war, er muss es machen. Er muss es machen, und zwar die Begründung ist, er muss es machen, und er will es ja auch machen, er will einen, sein Kanal soll rein nur für Fortnite Rette die Welt sein. Er wird kein anderes Spiel, niemals, hat er auch geschrieben, er wird kein anderes Spiel in diesem Kanal spielen, was er ja mittlerweile tut, also wie gesagt, alles aber egal. Er wird kein anderes Spiel in diesem Kanal spielen, weil er will einen Kanal erstellen, der für Fortnite Rette die Welt ist. Ein Guide-Kanal, wo es alles für Fortnite Rettet die Welt gibt und er muss es machen, weil Epic Games es nicht macht. Warte mal kurz. Du musst anderen Leuten den Content klauen, weil Epic Games es nicht macht? Das war deine Aussage. Und du hast dann in irgendwelchen, wie gesagt, Epic, Evonix hatte dann in irgendeinem Stream, hatte er mal gesagt gehabt oder in irgendeinem Video, ich spreche auch mal die Whisky. Speziell die Whisky-Geschichte an, weil er sagt nicht in einem Stream von wegen, ja, ich bin jetzt mit Whisky per Du, ich glaube, nee, im Video war das, ich bin jetzt mit Whisky per Du und ich habe mich mit ihm ausgesprochen und wir sind jetzt wieder alle, wir sind jetzt voll cool und bla bla. Und ich meinte dann irgendwie einen Tag später, meinte ich zu Whisky, wie, du bist mit Evonix cool. Und er so, was? Niemals! Der ist nix, ist er mit Evonix cool. Das hat Evonix sich zurechtgebaut. Und Evonix hat in seinem Video noch gesagt, hey, ich bin mit Whisky jetzt cool, aber Whisky wusste davon gar nichts. Whisky wusste gar nicht, dass die beiden jetzt cool sind. Weil bei denen ist so ein kleiner Hass. Die haben sich mal getroffen im Discord und wollten das mal aussprechen. Und nach diesem Aussprechen meinte Whisky, und das hat er mir auch so gesagt, das ist ein Arschloch. Mit dem werde ich sicher niemals Freund werden. Und auf dieses Gespräch, und nach diesem Gespräch hat sich Evonix einfach gesagt, so krass, wir haben uns jetzt ausgesprochen, wir sind jetzt Freunde. Nein, ganz sicher nicht. Aber gut, aber das ist halt auch das Ding, wenn auch dann Leute, und dann, wie gesagt, nach dem Beef, nachdem ich dann lange Zeit kein Rette-die-Welt-Video mehr gemacht habe, kamen dann so Sachen, hey, mach doch mal ein Video mit Evonix zusammen. Klar, ich mache jetzt ein Video mit dem Typen zusammen, der meinen Kanal kaputt gemacht hat. Ganz ehrlich, nein. Definitiv no. Also jemand, der über Leichen geht und der, wie gesagt, über ein Jahr lang, es war über ein Jahr lang, hatte ich
Evonix Elite Hate in meinem Kanal. Und jemand, der sowas macht, und wenn man ihn bittet, zu sagen, mach doch mal bitte ein Video und sag doch mal in deiner Community, dass sie mit aufhören soll, zu sagen, verdient, jeder ist für seinen Kanal selber verantwortlich, Pech, Edge, Badge, ist einfach für mich eine ganz, ganz falsche Person. Und mit so einer Person werde ich niemals, niemals irgendwas zusammen machen. Selbst nicht, wenn er mir einen Arsch strichen würde. Er müsste mir Geld geben, damit ich was mit ihm mache. Ganz ehrlich. Evonix, du müsstest mir Geld geben, damit ich was mit dir mache. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Weil, wie gesagt, und das haben, letztens hat sie jemand geschrieben, meinte von wegen, krass, du hast ja immer noch 10.300 Abonnenten. Richtig. Seit dem Hate habe ich 10.300 Abonnenten und mein Kanal wächst auch nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt was Neues machen. Ich kann nicht mehr, wenn ich Fortnite Rettet die Welt mache, kriege ich da meine 300, 400 Aufrufe für. Egal, was ich da mache für ein Video. Und danach war es das. Danach kriege ich da auch keine Aufrufe mehr. Danach war es das. Das ist meine Community, die das noch mehr oder weniger anklickt. Ich kriege auch nach Monaten oder sonst irgendwas keine Aufrufe mehr dazu. Und der Witz ist ja einfach, ich kann... Das regt mich jetzt schon wieder auf, wenn ich das erzähle. Als damals die Helden rauskamen, dieses Helden-Patch, dass die Helden jetzt, wie gesagt, von Fortnite rettet die Welt, dass man auf jeden Fall... Früher, ihr kennt noch diese alten Helden, dass man drei Helden haben konnte und jetzt kann man sich ja seine Helden zusammenbasteln. Und ich dachte mir, okay, gut, was machst du für ein Heldenset, was bastelst du zusammen? Und ich hatte, alle möglichen Leute haben Helden vorgestellt. Jeder hatte irgendwie, Whisky hat Helden vorgestellt gehabt, Mike der Vierte hatte Helden vorgestellt, also Kombination. Und ich habe natürlich geguckt und dachte mir, okay, gut, ich will es natürlich nicht das Gleiche vorstellen, wäre jetzt auch schön blöd. Mir stellt jetzt was anderes vor. Und ich habe meine erste Heldenvorstellung, als dieses Patch rauskam, habe ich vorgestellt die Shotgun, was war das dann hier, Katsch, eine Shotgun, doch, war das die Schnellschuss Rio? Ich glaube ja, mit der Hydra, war das das? Ich glaube, das war das erste Video, was ich auf jeden Fall vorgestellt habe, Schnellschuss Rio mit der Hydra, also bin der Meinung, ja. Und dann auch eine Heldenkombination, welche Helden man benutzt, etc. und so weiter und so fort. Und als ich das Video hochgeladen habe, war ich erstaunt, weil ich habe natürlich, klar, ich habe auch bei Evonix reingeguckt, auch bei Mike dem Vierten und bei jedem, was machen die für Heldenvorstellungen? Ich war erstaunt, weil Evonix hat kein Video hochgeladen. Und auch am nächsten Tag hatte er immer noch kein Video hochgeladen. Und da dachte ich mir so, krass, warum lädt er kein Video hoch? Warum macht er keine Heldenvorstellung? Und mein Video hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann dachte so, krass, okay, cool. Erstmal hat es mich gefreut, weil das Video dieser Heldenvorstellung, die ich gemacht habe, hat 2000 Aufrufe gekriegt. Innerhalb von kurzer Zeit. 24 Stunden oder sowas. Wo ich mich wirklich gefreut habe und gesagt habe, so krass. Ja, nice. Ja, 24 Stunden später war ich immer noch bei 2000 Aufrufe. 48 Stunden, 2050. Wo ich dann dachte so, das ist komisch. Wieso mache ich innerhalb von 24 Stunden 2000 Aufrufe und dann auf einmal innerhalb von 24 Stunden fast gar keine mehr? Guckst du mal bei Evonix rein? Ja, scheiße, er hat mein Video gemacht. Ja, Evonix musste natürlich die ersten Helden, den er vorstellt, musste natürlich die Schnellschuss Rio sein. Die zweite Kombination, die er vorstellt, war die, die Whisky vorgestellt hat. Die dritte Kombination, die er vorgestellt hat, war von Mike dem Vierten. Ja, Applaus, 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 Applaus. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Ich kopiere Evonix, weil ich hab's nötig und er muss es machen, weil Epic Games nicht macht. Gut, und das ist aber mehr oder weniger der Grund, warum ich in letzter Zeit eigentlich so gar kein Rette die Welt spiele, auch eigentlich überhaupt keine Lust drauf habe, weil ich mir jedes Mal wieder sage, so, wenn ich jetzt ein Video mache, kriege ich das genauso viel Aufrufe, als wenn ich ein anderes Video machen würde. Das kommt halt immer noch dazu, weil mein Kanal tot gehatet wurde. Von Evonix und ihm ist es so ziemlich scheißegal. Und wie gesagt, seitdem ich kein Rette die Welt mehr spiele, seitdem ich die Ankündigung gemacht habe, dass ich Rette die Welt aufhöre, hat es noch, lasst mich lügen, noch mal 2 Monate gedauert, wo ich noch Beef hatte, sogar auf anderen Videos, die noch nichts mit Rette die Welt zu tun hatten, mit Evolite und gut, dass du aufgehört hast und so weiter und so fort, also richtig schöne Sachen, gut, dass du endlich aufhörst und bla bla und hast du nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, ich ja
seinen Kanal geklaut habe. Naja, und auch, dann hat es noch 2 Monate gedauert und dann war der Beef zu Ende. Aber da war mein Kanal so tot, dass ich ein von einer Clickrate, und das muss man auch dazu sagen, von einer Clickrate von 80% auf 6,9 runter bin. Auf 6,9%. Und ich baue mich jetzt langsam wieder auf. Ich bin jetzt bei, glaube ich, 9%. Und das wird auch nochmal richtig lange dauern, bis ich wieder da bin, wo ich mal war, bevor ich einen Evonix Elite Hate gekriegt habe. Ja, so vielleicht nächstes Jahr. In dem Sinne sage ich, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Gameplay, und im nächsten Video wollen wir uns anschauen, wie man im Kreativmodus eine Gun Game Map baut oder eine Gun Game Area baut. Viele von euch kennen das wahrscheinlich aus Counter-Strike, GG Games, also Gun Game Maps. Und das werden wir auf jeden Fall in Fortnite im Kreativmodus zusammenbauen. Leute, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.